Das schwierige Jahr 2020 neigt sich also dem Ende zu. Bei uns in Österreich ist es in etwas mehr als 4 Stunden soweit. Einige Staaten auf der anderen Seite der Erde haben das neue Jahr aber schon begrüßen können. Die Menschen im pazifischen Inselstaat Samoa sind unter den ersten, die das neue Jahr begrüßen können. Das traditionell opulente Feuerwerk im australischen Sydney ist heuer kürzer. Zuschauer dürfen pandemiebedingt nicht in den Hafen. In anderen Ländern sind die sonst üblichen Feiern zum Jahreswechsel abgesagt. Es gelten Ausgangssperren. Es war ein schweres Jahr. Das nächste kann nur besser werden. Es war traurig, so viele Menschen leiden zu sehen. Und es ist schwer, sich an die schönen Dinge zu erinnern, die es aber auch gab. Anders ist es in Neuseeland. Seit Wochen gibt es hier keine lokalen Corona-Fälle und daher auch wenig Einschränkungen für die Menschen zum Jahreswechsel. Und auch in Asien wurde 2021 schon gebührend begrüßt.